Ja, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play World of Tanks. Heute mit einem Panzer, den man ja eher weniger auf dem Zettel hat, nämlich dem T20. Eingeschickt von Game is Broken. Und ja, warum hat man den nicht so auf dem Zettel? Weil er eigentlich nicht so für den Damage steht. Aber diese Runde vom 7er, was ich da am Damage sehe, schaut fantastisch aus. Also deswegen bin ich da schon sehr gespannt drauf. Und auch die Base-XP liegen bei 1638 am Ende der Runde. Also da sollte doch einiges jetzt passieren. Ich bin selber sehr neugierig, was er da jetzt imstande ist zu reißen. Und jetzt fährt er auf jeden Fall mal die 8er, 9er Linie rüber. Da ist immer so ein bisschen was los. Gerade er hier als Verteidigender spielt er scheinbar sehr offensiv. Nimmt sich jetzt hier den Busch in Beschlag und dann mal schauen, was er da jetzt findet. Da ist der erste Gegner offen, aber auf den kommt er da mal nicht drauf leider. Oh ja, jetzt von vorne T-34-85 und hier muss er aufpassen, weil wenn der Gegner hier von der Seite kommt, oh, aus der Hüfte, aber in der Fahrt ist es immer verdammt schwierig, da den Schaden auch anzubringen. Und gerade eben von hier kann er nämlich genauso den Jagdpanther oder eben von da unten getroffen werden. Und er hat vielleicht eine Zoom-Stufe zu weit sozusagen eingestellt, also er ist immer sehr nah dran. Da sollte vielleicht nochmal eins weiter reinzoomen, also beziehungsweise rauszoomen in dem Fall. Oh ja, jetzt aber schön getroffen. Und da kriegt er auch noch den Aufklärungsschaden. Den nimmt man auch immer gerne mit. Oh, dass der noch funktioniert. Super. Auf den T-34-85. Der hat jetzt nur noch mit 37 Hitpoints zu kämpfen. Also der junge Mann wird sich gleich erledigt haben. Der VK schaut hier böse auf ihn. Aber da kriegt er sofort die Antwort in Form der nächsten Granate. Ah, wie gesagt, wir sehen schon, auf ihn ist hier auf jeden Fall der Fokus. Jetzt der VK, der hier hochkommt. Aber der bekommt sofort ein Begrüßungsgranätchen ins Gesicht. Auch der ist jetzt mit dem nächsten Schuss schon raus. Jetzt lässt er den erstmal links liegen. Geht jetzt hier auf den VK 36. Sehr gut. Schade, dass jetzt der VK hier von dem A43 nicht rausgenommen werden konnte. Nein, schieß, schieß, schieß. Ja! Sehr schön. Zweiter Kill. Der macht das hier. Sehr fleißiger junger Mann. So, und jetzt kriegt auch der Schwede mit seinem übergroßen Kopf direkt eine ab. Dann kann diesen Panzer einfach nicht treffen. Aber der IKV-65 hat hier aufgepasst. Dementsprechend hat er auch nur noch 294 Hitpoints. Oh, der war knapp. Und jetzt wieder von oben dann da rausgenommen. Der A43, der hält ihm hier gut die Stange. So, jetzt kommt hier der Schwede an. Da fährt er jetzt ebenfalls hoch und nach. Ach, und da hat er daneben geballert. Jetzt kommt der A43, jetzt muss er da unterstützen. Komm, oh Junge, hoch, hilf ihm. Warum denn nicht? Ach, weil er wahrscheinlich Angst hat, dass er auf ihn drauf dreht in dem Augenblick. Naja, der A43 hat es sehr solide allein gemeistert. Gute Leistung. Und jetzt heißt es wieder zurück, weil sie liegen mit 8:9 hinten und der Gegner hat die Seite, die 2er, 3er Linie da schon so gut wie durchgepusht und dementsprechend schnell zurück und defenden.
So, jetzt kommt er hier seitlich nicht wirklich drauf, denn die stehen alle ein bisschen ungünstig für ihn. Aber er will hier so verteidigen, dass er da auch die Brücke halten kann. Also die Stellung selber ist nicht schlecht. Aber der Leo, der war hier zu flink. Da hat er leider den Treffer nicht drauf bekommen. Jetzt kommt er aber über die Brücke. So. Ah, jetzt hätte er sich da sogar noch festgefahren, der Leo. Aber er dürfte jetzt zeitlich immer noch weiter drauf kommen. Jetzt hat er den Blick schön drauf, aber er ballert wieder daneben. Also jetzt verlassen ihn da so ein wenig die Nerven, hat man so das Gefühl. So, jetzt aber ruhig einzählen. Genau, schön. Einfach mal jetzt von hinten ordentlich reinhalsen. Weil der Leo hat jetzt die Problematik, nach vorne kann er nicht weg. Von hinten kriegt er die Schüsse. Also das ist jetzt für den Leo eine sehr unangenehme Stelle und für ihn hier wirklich eine persönlich eine tolle Stelle. So, jetzt ist der nämlich zerstört durch den Brand und der T-25 wurde danach direkt von dem A-43 zerstört. Gute Leistung hier vom A-43, absolut ohne Frage. Jetzt hat der drüben da noch einen Tock. Das U-Boot oder das Boot auf Rädern oder Ketten in dem Fall natürlich. So, jetzt kriegt er den Spotting. Natürlich achtet er jetzt auf ihn hier. Jetzt muss er aufpassen. Nochmal genau so eine Schelle und er wird zerstört. Das will er natürlich nicht. Die Hitpoint-Pinata, die will er ordentlich melken. Draußen steht er noch und wartet. Jetzt ist er wieder zu. Er zieht sich ein bisschen zurück, weil wie gesagt, natürlich will er jetzt nicht unbedingt hier nochmal vom Tock getroffen werden. Weil das könnte es halt auch schon dann das Ende für ihn bedeuten. Jetzt guckt er, ob er hier schon kommt, aber noch ist kein Tock zu sehen. Da ist er. Aber der ist hinterhalb der Häuser, also da keinerlei Chance gerade einen Treffer anzubringen. Da auf der Brücke ist nichts und der Tock scheint auch noch nicht weiter vorzukommen. So, jetzt hat der Tock den M6 rausgenommen, ohne dabei aufzugehen. Also von dem her immer noch nicht ganz klar, wo er jetzt aktuell steckt. Da ist er. Schnell einen Treffer drauf. Super. Und jetzt ist es auch so, dass er auch den Tock seinerseits mit einem einzigen Schuss rausnehmen könnte. So, jetzt sind beide gleich wieder zu. Dementsprechend wird es jetzt spannender. Er hat meines Erachtens hier die leicht bessere Situation, weil er natürlich nur in Anführungszeichen verteidigen muss und auch hier besser steht gerade. So, KV-85. Keinerlei Chance. Wobei, wenn er weit genug nach hinten... da ist er. Nimm ihn. Naja, dann nimm den. Ja, genau. So. Jetzt hat der Tiger zwar den anderen Tiger zerstört, aber noch einen Schuss. Und ja, der kommt an. So, und jetzt da oben. Was ist der PZ-4 Ausführung H da oben noch? Den hat man irgendwie sogar noch gar nicht auf dem Zettel gehabt. Aber auch der schön den kritischen angebracht. So, Auto-Aim, jetzt hat er geschossen. Das heißt, super, auch hier den Schuss ins Ziel gebracht. Ja, jetzt ballert er hier schön auf die Steine. Auto-Aim, aber da hat er leider mit dem Auto-Aim nicht ordentlich vorgehalten. Dementsprechend fährt er hier ihm davon. Aber jetzt klappt's. Das war sein fünfter Kill. Jetzt einen braucht er noch für seinen Krieger. Das ist natürlich der Tock, den er da braucht. Am Ende steht und fällt mit dem Tock irgendwie bezeichnend. Und da ist er. Und eiskalt macht das da und nimmt ihn raus. Am Ende der Runde 4522 Schaden und 1013 unterstützt. Im 7er ist es eine verdammt gute Leistung, gerade im T20. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut's rein. Bis bald. Euer Alcaramba.